Ja, Halli und Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Nachdem ich meine Stimme ein bisschen regeneriert habe, mit irgendetwas, starten wir den Timer neu. Und wir wissen alle, was wir jetzt tun werden. Wir legen ein Pokémon ab, das wir nicht so sehr brauchen. Gut, das Pokémon liebe ich, aber tut mir echt leid. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das tut mir so leid. Und, wir legen, PC von Sixno, Itemlager, ablegen. Ich habe mir irgendwie Granatstein ablegen, Elitebrief, Sonnenstein, Kingstein, versteckt Wasserattacken ablegen, EP-Teiler brauchen wir noch, Genauigkeit ablegen, versteckt Elektroattacken ablegen, Glitzerbrief ablegen, Wundersaat ablegen, Topschutz, oh nein, die Pflanze, die, Item nehmen, seht ihr denn irgendwo bitte hier Blattstein, Herzschuppe, Waldbrief, Dunkelbrief, Wellenbrief, Grundstück, Sonderbonbon, nein! Oh, wir haben noch Sonderbonbons. Sollte man sich merken. Wundersaat, Glitzerbrief, Magnet, Lachsrauch, Seerauch, Kingstein, Sonnenstein, Erdbrief, Granitstein. Fuck, wo habe ich das jetzt hingelegt? Nein, wollen wir... Nein, ach, oh, fuck. Herzschuppe, Blattstein. Zickstack. Alter, wo ist das? Wundersaat. Da, genau. Hä, wo soll das auch sonst sein? Ablegen. Wundersaat behalten wir. Hafenbrief. Ja, weg damit. Topschutz. Behalten wir Eisheiler. Behalten wir Topselektier. Behalten wir Lavakeks. Behalten wir Hyperheiler. Behalten wir Feuerheiler. Behalten wir Beleber. Behalten wir. Behalten wir. Behalten wir. Gut, das behalten wir mal alles und schmeißen uns zurück ins Abenteuer. Werden wir die Musik ein bisschen leiser drehen. Okay, das reicht. Und wir gucken, was hat das Vieh denn schon? Taucher, Zertrümmerer und Stärke. Gut, dann haben wir mitgedacht, weil wir brauchen jetzt noch nämlich das Item. Kaskade, okay. Lernen soll es. Es ist eine Wasserattacke, verdammt. Typ Wasser. What? Wieso kann es das Vieh lernen? Attacke basiert auf Tempo. Erklimmt Wasserfälle. 80. Eine 80er Wasserattacke. Eine 80er Wasserattacke. Eine extrem schnelle und unausweichbare Attacke. Eine 80er Wasserattacke. Ich habe keine Ahnung, ob das physisch ist, weil. Wenn es, ich kann ihm nicht noch mehr solche Sachen beibringen. Wir sagen nein, nicht lernen, ja. Welches Pokémon kann denn Kaskade lernen? Yeah! Leck mich doch, ablegen. Dieses Pokémon. Mitnehmen, ein anderes Pokémon, das vielleicht Kaskade lernen kann. Welche Pokémon können denn Kaskade lernen? Fangfrage oder was? Kaskade? Oh, das kann Kaskade lernen. Yeah! Verhöhner, Krabhammer, Guillotine. Verhöhner soll es auch verlernen. Kann es denn sonst noch was Zertrümmerer? Lernen wir ihm auch mal gleich. Und Stärke? Kann es auch lernen. Und Surfer, Fliegen, Zerschneider. Kann es auch lernen? Ah, ich glaube, Zerschneider brauchen wir nicht. Wir lassen uns noch... ja. Okay, wir lassen uns vielleicht noch ein bisschen Platz, weil, ja, wegen sowieso umändern müssen. Okay, wir fliegen mal. Ja, fuck. Pokémon ablegen. Wir legen mal das kurz ab. Wir müssen das sowieso dann noch ändern und nehmen das mit und fliegen darüber und dann werden wir gewinnen. Pokémon, nein, Pokémon doch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wieso diese Supreme-Sache, die ich gerade eben schon gefunden hatte, in dieser Arena, hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Also ich bin ein bisschen brainfucked. Oh Gott. Wie sie keinen pupsigen Pisser. Wir werden uns jetzt dahin verpissen, wo keine Sonne scheint. Ja, das Flugvieh müssen wir ablegen und nehmen uns dieses krophammerige Krobby mit. Dieses Krobby. Kann man voll gut aussprechen. Und wir gucken mal, weil ich das mehr irgendwie hasse. Ich weiß auch noch immer nicht, ob ich da alle Viecher gekillt habe. Und wir müssen da runter. Und
Wir speichern vielleicht mal kurz. Nicht so schlimm. 10 Minuten sind noch auf der Uhr. Und yeah, Olmas Philippas. Wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. Und wir sind wieder da, meine lieben Freunde. Wir haben uns hier auf Prachtpole City. Mann, die Namen sind auch geil. Das Paradies der Blumen, des Meeres und der Pokémon. Ah ja, und genau hier haben wir uns eingefunden. Wow. Ich meine, yay. Okay, okay, okay. Es sieht hier sehr komfortabel aus. Wir können sowieso ein Pokémon nicht mitnehmen. Sie betreten die Siegerstraße. Wir sind nur für Sieger. Das sind wir und deswegen gehen wir da rein. Oh ja, ich weiß. Ich kann mich noch an das erinnern. Ich vermute mal, ich wurde leicht umgebaut. Und wir wurden vielleicht ein paar neue... Nein. Das sind aber auch nur 75. Das sind wir schon einmal überlevelt. Oh mein Gott, ich freue mich schon fast. Deswegen können wir jetzt, nein. Ja, da. Ein Top-Schutz einsetzen. Ja, der sogar wirkt, meine Freunde. Gibt nicht diese Supreme-Scheiße. Jetzt können wir hier durchlaufen, ohne von irgendwelchen nervigen Pissern. Wir können dort vorbeilaufen. Ich bin mir nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Oh, lol. Leider war es so von diesem Pudeligen-Trainer etwas Kackiges aussieht. Gut, das Zielschuss. Oh, Erdbeben und... Ja, tut uns echt leid. Meine sind 81, meine Fresse. Fuck. Irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht doch vielleicht ein bisschen mit dem Level übertrieben haben. Wenn man ein bisschen drunter ist, ist es ja... Ja, setz nochmal den Scheiß ein. Oh Gott, ja, wir haben es verstanden. Hydropumpe. Ja gut, aber 80 sind wir immer noch... Unmöglich, hab verloren. Mimi. Um meinen Freund zu zitieren. Okay, ja. Wir haben das Item trotzdem irgendwie übersehen, deswegen müssen wir da nochmal lang. Da. Top-Elixier, yay. Hat sich ja sowas von gelohnt. Nicht. Okay, aber trotzdem frage ich mich, ja, es wirkt nicht mehr. Und deswegen gehen wir mal diesen Weg. Ich vermute jetzt jedenfalls mal, das ist der richtige, weil... Oh, hallo Heiko, du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bisher geschafft und das verdanke ich dir. Nix nur meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für dieses Pokémon, ja. Erdbeben und... Wechsel. Scheiße! Okay. Okay, es kann Werte wechseln. Pokémon und wechseln. Oh ja. Oh scheiße. Wir werden hoffnungslos verlieren. Hoffnungslos die Hälfte unseres Geldes verlieren. Yay! Nicht. Hat wieder die Werte mit sich selber gewechselt? Oder mit unserem Letter King? Beides wäre ziemlich sinnlos. Es hat schon wieder die Werte gewechselt. Hä? Top-Genesung. Yay! Vermutlich mal. Oh Gott. Wir sind sowieso im Arsch, oder? Spukball! Wettewechsel! Fähigkeit wieder mal gewechselt. Ich habe keine Ahnung, was das Vieh denn eigentlich so macht. Hyperstrahl und ja, Stützer. Das ist aber brutal, das Vieh irgendwie. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein bisschen was davon down gebracht. Oh Scheiße. Was habe ich gerade gemacht? Habe ich gerade das gemacht, was ich gedacht habe, was ich gemacht habe? In diesem Fall.
Nein, ich hab schon wieder gemacht. Nein. Oh Gott. Ich hasse dich, du miese Fickschwuchtel. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich aus dieser hoffnungslosen Situation irgendwie rausgekommen bin. Yay! Oder wir freuen uns einfach noch darauf, dass wir ja im dritten oder vierten Versuch dieses wunderbaren, ja, tollen Kampfes doch irgendwie gewonnen haben. Ja, unvorstellbar, aber wir haben diesen Typ dann doch irgendwie gerollt. Und ja, jedenfalls darf ich jetzt das jetzt nachsprechen, weil ich dachte, oh, jetzt werde ich mal so 15 Minuten aufnehmen, ohne dass ich den Typen schaffe. Aber nein, ich musste ja so viel Skill haben und ihn killen. Wir setzen doppelte Schlafpuder ein und unsere Kampftechnik schläfert sie einfach nur ohne irgendetwas ein. Sie haben uns einfach nur so unterschätzt, dass wir sie alle weggeschläfert haben. Diese miesen Schnarchnasen. Also jetzt Wärterwechsel ein, aber das ist jetzt nicht wirklich so. Das ist eigentlich unsere Technik, die er von uns geklaut hat. Aber der Typ will das einfach nur trollen damit. Aber dann er wird schon sehen, was er davon hat, wenn er uns trollen möchte. Also mit seinem winzigen Zwillig da, mit seinem Zwirklops. Mit seinem Nettergang, mit seinem Zwirklops da. Da schlitzen wir ihn runter und rauf. Also das gibt's doch gar nicht. Also, wie kann uns denn bitte noch irgendwelche Probleme bereiten? Und mein Bildschirm wird gerade schwarz, weil mein Bildschirm schon oder irgendwie angesprungen ist aus irgendeinem Grund. Das ist wie Livecasten. Und dann nahm der wunderbare Spieler auf der linken Seite den Wertewechsel, setzte ihn ein mit irgendeinem Pokémon. Aber er hat gefallen, das hat nicht funktioniert. Deswegen setzt er jetzt einfach mal mit Lombero und ersetzt. Oh mein Gott, Lombero, das kann dein harter Counter werden. Also diese Hündepompe will ich nicht sehen. Diese Lombero macht. Aber nein, er countert für Erdbeben. Er countert für Erdbeben eine gute Wahl. Deswegen auch Dragonier nicht so viel Schaden von Spuckball halten. Zwirklops. Es ist ein harter Tank und Kabloras auch ein ziemlich guter HP-Fresser. Ein Eisstrahl. Oh, aber wir können da noch. Oh ja, da hat er noch nachgesetzt. Da hat er wahrscheinlich nachgerettet. Da ist er wahrscheinlich mit dem Rechner nachgesetzt, hat sich ausgerechnet, wie viel Eisstrahl jetzt Schaden machen wird. Hat natürlich auch die Zufallsfunktion von Pokémon und von Damage mitberechnet, wie das ein richtiger Typ wurde. Und jetzt, was er natürlich macht, ist, er heilt sich natürlich hoch. Und er merkt, er hat keinen einzigen Trank dabei, weil dieses tolle Spiel einfach alle Items aus seinem Inventar entfernt hat. Dieser Typ muss sich ja wirklich sehr arm finden. Aber jetzt kommt noch ein Eisstrahl und er wusste, dass er jetzt nichts mehr machen kann mit dem Pokémon. Also, hat das mal sterben lassen. Es muss leider ab und zu auch mal sein. Jetzt gibt es einfach mal doppelte Erdbeben, würde ich mal sagen. Spuckball und auch Sumpix ist down. Hat er ist selbst gekillt. Da hat er einfach nicht nachgesetzt. Und das Wirklops wird jetzt vermutlich eher mit Erdbeben. Aber es so klug ist, dieses Erdbeben einzusetzen, während Gifle noch am Start ist. Ein Schutzschild hat natürlich Cedraking geschützt, aber jetzt muss er noch Erdbeben nachsetzen. Er muss Erdbeben nachsetzen, weil der Donner auf dem Letterking könnte ihn auch übel treffen. Oh mein Gott, jetzt hat er sein eigenes Gifle natürlich weggerotzt. Und es hat wieder natürlich, nein, nicht Erdbeben einsetzen, jetzt muss er Schlitz einsetzen. Und dieses Pokémon muss natürlich, nein, nicht, er kann es nicht heilen, er muss jetzt Blättertanz einsetzen, er muss gefährlich leben. Nein, kein Mondschein, oh ja, da hat er es trotzdem noch, ja, da hat er noch mit dem Schlitzer. Okay, meine lieben Freunde, nach ein paar Versuchen, eigentlich nur zwei, was ich eigentlich noch zeigen könnte, das geht sich sogar in dieser Folge aus, aber die sind unkommentiert, deswegen will ich sie gleich nachkommentieren. Konnten wir Heiko besiegen? Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Dieser Wichser. Hust, ich hab nichts gesagt. Und ich habe so einen Verdacht, wo unsere Top-Heiler hingekommen sind. Scott, Six, du hast dich Pokémon-Liga doch gebissen. Was? Ich hab mich verlesen. Ich glaube, irgendwo ist nämlich so ein Rätsel drin. Okay, da oben war schon mal der richtige Weg. Wir speichern vielleicht nochmal. Warum bleibt der da eigentlich stehen und rennt nicht weg? Ich konnte dich nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Du mein großes Vorbild, yay! Diese unendlich raue Straße wird ihre Name Sieger gerecht. Schwäche ist Flug. Oh oh.
Solarstrahl. Macht überhaupt keinen Schaden, aber egal. Top Genesung. Ich bin reich. Ich bin auf der Siegerstraße. Du hast dir doch dein Pokémon gekauft. Erzähl mir nix. Dein Kampfstil ist fantastisch. Und nicht so gut wie meine. Du hast mich nicht gekauft. Nein. Oh Gott, nein, das halte ich nicht aus, wenn da ganz ehrlich Viecher kommen. Ich will das jetzt zeigen, ohne irgendwelche Viecher zu sehen. Und wir haben natürlich vergessen, ins Itemlager nochmal nachzugucken. Ins Itemlager nachzugucken. Wir gucken nochmal im Itemlager nach. Und der Uhr ist abgelaufen, aber ich habe auf Soundlos gestellt, deswegen. Ja, wir werden uns hier dann trotzdem irgendwie ein bisschen. Naja, heute überziehen wir mal. Ich habe jetzt so kurze Folgen gemacht in der Zeit. Ablegen werden wir. Da. Oh, nehmen werden wir, Bericht. Kratzer, Seven auf. Welches von denen kann denn bitte Elektroattacken lernen? Bericht! Normal-Pokémon. Nehmen wir doch mal mit. Und gucken wir mal, ob das, Blitz lernen kann. Mein Gott, ja. Ich habe nur 50 Minuten gebraucht, um das zu sagen. Eine Attacke vergessen. Regentanz, Sonnentag, Hagelsturm, Pulverschnee. Ja, also komm. Wir gehen mal ein bisschen raus hier in die freie Natur, genießen diese wunderschönen Ebenen und die felsigen Wege hier drin. Und werden nochmal. Wundersaat. Werden wir auch mal. Geben. Unserem lieben. Tierchen hier. Lava-Keks. EP-Teiler, Lava-Keks, Freiheiler, Beleber. Wir haben jetzt schon wieder nicht geguckt. Was denn eigentlich so los ist mit unseren Top-Heilern? Denn ich habe die Vermutung, wir haben sie Itemlager nehmen. Nee, nicht so. Wo sind denn die Dinger Heiler? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Kommt schon. Wir kaufen uns eben da oben Neues. Ich hasse das Spiel! Hab ich das schon mal erwähnt? Ja. Und jedenfalls haben wir die wunderschönen ewigen Weiden hier. Nink, wink. Energiefokus! Es ist sowieso alles generell ziemlich im Arsch, was sich gegen mich bewegt. Aber warum jetzt kein hoher Levelanstieg? Weil die waren ja schon 74 in der letzten Minute. Jetzt sind die 76, das... Top Elixier, Top Schutz würde ich mal brauchen. Wenn er jetzt auch weg ist, dann werde ich etwas rabiat. Ne, da ist er. Drei weitere Top Schutz müssten reichen, um durch diese beschissene Cave zu kommen. Und wir haben dich und du setzt Blitz ein. Also, ich glaube, wir sollten mal wieder speichern. Es ist einfach Zeit zu speichern. Und vielleicht sogar den nächsten Part anzuhören. Denn wir kommen ins nächste Gebiet, liebe Leute. Und der nächste Part wird kommen. Danke fürs Zusehen.